Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Guardians of the Galaxy. Siegesfeier ist hier am Start. Nikki wurde befreit, der Einiger Raker wurde besiegt, der Magus wurde wieder in Adam Warlock aufgenommen, hineingesaugt. Mal gucken, wo das jetzt hinführt noch. Wir machen weiter mit der Siegesfeier. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Willkommen zurück. Danke für den Daumen rum gestern. Das ist jetzt Folge 49. Und Fin Feng Foom natürlich auch am Start. Alle machen Party. Bisher sieht alles sehr gut aus. Auch wenn ich die Kamera nicht nach vorne drehen darf. Und da kommt das World Mind. Wie berechnet war der goldene Gott der Schlüssel zur Zerschlagung der universellen Kirche der Wahrheit. Korrekte Conclusio. Wie wär's mit einem kleinen Bonus, weil wir euch vor dem größten Fehler eures kollektiven Lebens bewahrt haben? Zweimal. Eure zusätzliche Analyse der Daten ermöglichte die Anpassung bestimmter Computer. Yay. Oh, man spürt förmlich, wie sich der World Hintern verkrampft. Ich bin Groot. Hoch die Arme. Yay. Wir kriegen also nicht unser Geld zurück, was wir beim World Mind wieder eingezahlt hatten. Okay, die Guardians gehen jetzt schneller. Haben mit allen Verbündeten gesprochen, die uns hier zur Hilfe auch gekommen sind. Mantis! Ihr habt's geschafft! Ich war von Anfang an fast überzeugt. Huch. Was willst du, Wildfang? Jawohl! Ich garstiges Gespucke! Schön. Verfluchtes Fusselvieh! Wähne vor dir einen weiteren Wächter der Galaxie! Schön angerotzt! Warte, wo ist der Stein? Es hat gerade nicht mehr geleuchtet. Bin Groot. Was sagt er? Er will dir dein Zimmer zeigen. Wir haben gar kein freies Zimmer, du Holzklotz. Ich bin Groot. Was? Nein. Flag, nein. Hey, Groot, du gibst dir deins. In meinem hab ich lauter wichtigen Kram. Das schön, dass es dieses weg. Ende nimmt und keins der traurigen. Wie viele traurige gab es denn? Oh, so einige? Bestimmt. Oh. Geh voran, Freund. Nein, nach dir. Nicht nötig, ich insistiere. Nein, ich insistiere. Bursche, bitte. Diese fruchtlose Freundlichkeit verlangsamt unser Fortkommen. Und genau deswegen sollst du vorgehen. Wohlan, ich durchwandle die verstörende Vorhalle. Ist fast so ähnlich wie die Szene mit Thor und Peter Quill in Endgame am Ende, oder? Okay. Der Abspann, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, was jetzt? Keine Ahnung, aber ich bin zu vielen Schandtaten bereit. Nicht für alle? Knacken wir irgendeine Bank? Wir sind pleite. Hey, ich raube doch keine Bank aus. Das ist illegal. Und? Ein Riesenspaß. Du verdirbst das arme Kind. Entspann dich, Drax. Es war nur ein Vorschlag. Aber ein potenziell sehr lukrativer Vorschlag. Alles okay, Goldjunge? Mittelmäßige Magenverstimmung. Kein kritischer Kummer. Okay. Okay. Falls es ernst wird, hätten wir da hinten auch ein Klo. Also, Mantis. Trau der Sache das nicht. Das Universum ist wieder sicher. Was machst du jetzt? Ich weiß noch nicht. Ich gehe wohl zurück nach Lamentis. Wobei, die Erde soll um diese Jahreszeit auch sehr schön sein. Oder ich sehe mir mal Contraxia an. Da gibt es Glücksspiel. Sollten wir Contraxia nicht ein bisschen Zeit geben, um sich wieder zu rekonvertieren? Es ist sowieso kein Ort für ein Kind. Hey Mann, ganz im Ernst. Du siehst echt gar nicht gut aus. Ich
hab die Grundausbildung. Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. Quatsch, natürlich haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten. Panzerband zählt nicht. Vielleicht helfen ja Cola und Salzstangen. Gebrochene Versprechen? Macht euch um mich keine Sorgen. Ich fühle mich einfach wundervoll. Na toll. Ach nö. Und das auch noch mitten auf unserem Schiff. Was ist denn? Wow! Was zum Flak? Der Markus. Ah ja, das ist jetzt die, in der der goldene Gott von den Bösen verschlungen wird und versucht, die Galaxie zu vernichten. Ach das? Und das wohl auch erfolgreich. Wieso kann ich das Käfermädchen in meinem Kopf spüren? Ich bin in all euren Köpfen. So kann der Markus euren Wahnsinnsplan nicht mithören. Und der wäre? Oh nein, besser, wenn das von euch kommt. Ich und er dabei. Schicksal, damit sind wir drei. Und wir sterben dann alle. Meine finale Form. Die neue Norm. Der Stein. Als das Ding damals meine Mom und mich angegriffen hat, hatte es Angst vor dem Stein. Ja, ich habe die Angst vor dem Stein auch gespürt. Oh, ja. Der Stein ist ein Gefängnis. Und der große Böse weiß das. Okay, also müssen wir ihn nur näher ranlocken und dann schmeißen wir einen Zauberstein nach ihm? Ganz genau. Nicht mehr Diebe als Sand im Getriebe. Buhu, was kommt nun auf euch zu? Mantis, wie locken wir das Riesenbaby hierher? Ich gebiet euch allen, auf die Knie zu fallen. Tut das, was ihr am besten könnt, Wächter. Nein, nicht freundlich grüßen. Ich schätze eher, wir sollten ihn auf die Palme bringen. Und wer schafft das sogar bei Göttern? Na, wir. Na los, kniet und huldigt eurem Gott. Ich wusste, dass noch was kommt. Wer schaut wohl weiter, als Weil ich gebenedeit? Es 16 Kapitel gibt. Eure Seelen dafür, das sei leer. Bravo! Bravo! Du applaudierst ihm? Das Klatschen ist ironisch gemeint. Und weiß er das auch? Ja! Applaudiert eurem Gott! Ist das Lama da oben im Fliegen? Du bietest nichts als Lügen und falsche Versprechungen. Du bist der Schlimmste von allen! Vielleicht rotzt das Lama nochmal auf ihn rauf. Jetzt ist es weg. Warum wird dann geklatscht? Wir nehmen dich auf die Rolle, du Idiot! Wer tut was? Ihr sollt knien! Der Typ ist so dämlich. Also, wirklich. Soll das ein Witz sein? Zurück! Ich mach das! Niki, nein! Geh da weg! Vertraut mir! Ja, das ist richtig! Das ist der Weg! Der schmeißt mit Planeten! Ihr habt die Käferlady gehört! Bewegung! Beeilung! Ich kann nur nach vorne laufen. Nein! Flock! Okay, ich darf nicht stehen bleiben. Alter! Ich habe mich schon gefragt, weil das war Kapitel 15. Ihr sollt knien! Und ich weiß natürlich, es gibt 16 Kapitel, also. Soll das ein Witz sein? Zurück! Ich mach das! Niki, nein! Okay, jetzt nicht stehen bleiben. Vertraut mir! Ich kann eh nur gerade auslaufen. Das ist richtig! Das ist der Weg! Alle zu Niki! Sofort! Ihr habt die Bleibt alle nah zusammen! Wie zum Flackern sie! Das Wesen war halt die ganze Zeit im Seelenstein eingefangen. Seht ihr? Ich hab doch gesagt, ich mach das! Okay, das war der Hammer! Und das wurde ja nur... Keine Ahnung! Ich hab's einfach! So weit, so gut, Wächter! Da ist das Lama! Im Balsam der Zeit! Ich habe es! Yo, mehr Käfer! Ja, super.
Das Wesen wurde er befreit, als Peter Quill da mit Rocket das erstmal den Stein gefunden hat. Sagen wir, die Ausstattung war ein bisschen anders. Mach dein Ding, Drax! Die müssen alle weg. Warum kann Quill nicht so cooles Energiezeug wie die Kleine? Anderen auf die Nerven gehen. Genau das brauchen wir jetzt. Sind jetzt nur die Kleinen bekämpfen? Viecher kommen! Insekten! Klinge! Ach, ich mögt ihr Insekten! Da kommen sie! Verflachte Weltraumflöhe! Ja. Gerade auch wenn die unendlich spawnen. Jetzt kommt in die Dose mit den Würmern! Hey Quill, kurz hat die Gräber an ihre Freunde gerufen. Das sehe ich auch. Aber es sind keine Nester da, die ich jetzt irgendwie zerstören könnte. Wart ihr nicht gerade noch auf der Milano? Ich bin sicher, der Magus kontrolliert jetzt die gesamte Realität. Das klingt echt übel, wenn ich das vermute, das haben wir jetzt von unserer voreiligen Feier. Hey, wir feiern schon noch alle zusammen. Nur eben später, als wir dachten. Ja, viel später. Zeig's ihn! Tod, Tod und Tod! Falls irgendwas davon real ist. Jetzt sieht's gut aus. Oh Mann! Du hast das Ding voll durchgeschnitten! Okay, die hätten wir. Geile Optik hier alles. Welch dummdreister Mut! Warum geht ihr nicht auf? Der Stein! Ihr müsst den Stein benutzen! Er ist noch zu weit weg. Sieht aus, als würde er absichtlich zurückbleiben. Worauf wartest du, Quill? Sag was, um ihn aufzustacheln. Ja, erzürne ihn mit deinen gedankenlos gewählten Worten. Heimgesuchte Krücken wie mickrige Mücken. Ihr zehrt von nichts, denn es gibt... Maus, Laus, Lapskaus, du kannst rein, wir haben's kapiert. Im Ernst? Wie hast du es bloß geschafft, noch nervtötender zu werden? Graus, Schmaus, Ei, das aus! Saus und Braus! Langsam geht ihr mir auf die Nerven. Das können wir echt soll gut. Auch so. Rathaus, Hochhaus, Schneckenhaus. Das ergibt nicht mal einen Sinn. Du legst Wert auf Sinn? Seit wir dich kennen, kam aus dir nur ein Riesenhaufen Wortkotze. Und jetzt muss ich auch noch alles reimen? Unbedeutend und undankbar. Okay, ich bin sicher, er ist aus der Spur. Okay. Er macht das Planetending. Oh, nicht schon wieder. Bist du bereit, uns nochmal den Hintern zu retten? Sei einfach vorsichtig. Hey, ich bin jetzt lauf die doch. Mit den coolen Kräften. Vergesst. Die Kleine wächst mir richtig ans Herz, Quill. Sicher. Ich sag's nicht genug, also dann jetzt. Flag, ich liebe euch, Leute. Alle in Ordnung? Gut gemacht, Kind. Wir müssen ihn provozieren, dass er... Ich bin sicher, wir gehen ihm auf den Geist. Wir müssen nur noch etwas durchhalten. Er muss hier mit dem Kopf rankommen, dass wir den Stein kriegen. Gegen die neue Göttlichkeit. Achtung! Mehr von den kleinen Freaks! Natürlich. Und ich hab mein Insektenspray nicht dabei. Ein komischer Hirnwurm weniger. Halte den Mist einfach von mir fern. Binde sie fest! Klasse! Groot sagt, da kommen noch mehr Käfer! Ja, leider. Das ist deine Chance, Gamora! Wir müssen diese Käfer vernichten! Du klingst ein bisschen zu begeistert davon! Angriff in Kürze! Drax, schalte sie aus! Einfach mal schön Flechtenangriffe nutzen hier. Und das hätte alles verhindert werden können, wäre da nicht diese dumme Wette gewesen. Davon steht keiner mehr auf! Wieder eine Schnecke erwischt! Oder was immer das war! Bereit! Oh, das sieht gut aus! Haut ab hier! Du auch! Oh. Da müssen wir raus. Was jetzt, Peter? Immer noch nicht fertig. Hier kommt nichts mehr. Da. Mein Blutdurst ist für den Moment gestillt. Jawohl, alle weg.
So, jetzt komm her mit deiner, Stirn. Früher oder später wird jeder vor mir fallen. Die gesamte Galaxie wird fallen. Leute, der Stein ist seltsam. Es ist soweit, Wächter. Hol ihn her, Quill. Nur so kriegst du freies Schussfeld. Wind. Unterwerft euch mir. Ich sagte, unterwerft euch. Jetzt, Star-Typ. Es wird Zeit, dass du was in deinen übergroßen Schädel reinkriegst. Wir beugen uns niemandem. Jetzt mal im Ernst. Kennst du uns überhaupt? Genau. Wir sind die Wächter der Galaxie. Wir haben Visitenkarten. Und wir werden lieber sterben, als uns dir zu unterwerfen. Ihr wagt es, einem Gott zu trotzen? Habt ihr denn keine Vorstellung von... Ach, sei still! Was hast du gesagt? Dass du eine Katastrophe bist. Euer Hohn verhöhnt meine... verspottet meine... Er bricht voll zusammen. Der Stein! Ihr müsst den Stein benutzen! Ja. Wo hat sie den denn hergeholt? Der war noch in ihrer Hand, oder? Holy shit. Oh oh. Groot? Fang ihn! Was eine Aktion, ey. Oh, oh. Peter Quill! Fuck! Der Stein wird dich rösten, Quill! Genau wie beim ersten Mal! Mach, dass du verschwindest! Er kann es! Er ist nur Halbmensch. 50%. Der Stein wird die Beine verschlingen! Jetzt ist nicht die Zeit, um irgendwas wieder gut zu machen, du Hohlkopf! Helf ihm doch! Los! Ich war der Trottel, der diesen Geist befreit hat! Und ich schick ihn zurück in seine Flasche! Okay, ich drück wie ein Weltmeister hier! Oh Mann, mein Daumen fällt ab! War das erfolgreich? Habe ich schnell genug gedrückt? Der Magus! Trophäe ist da. Poesiekritiker, das finde ich auch super. Ich bin gut. Er wird doch wieder. Oder, Mantis? Die Hauptsache ist, er hat es geschafft. Ihr habt es alle geschafft. So ein Opfer hätte er nicht bringen sollen. Adam Warlock ist wieder da. Wir konnten die beiden jetzt trennen, den Magus und Warlock. Jawohl. Groot ist der Chefarzt. Hey, ja, er ist wieder da! Sind wir bezahlt worden? Noch nicht, Kumpel. Heißt das, dass es vorbei ist? Also vorbei, der Magus vorbei? Ist geschlagen, vorläufig. Das unersättlichste Wesen der Galaxie ist wieder ein Gefangener des Seelensteins. Bleibt nur noch zu entscheiden, was wir jetzt damit tun sollen. Zerstören. Das sind beides idiotische Vorschläge. Ich bin Groot. Er schlägt vor, wir sollten beide Varianten kombinieren. Der Stein ist weder Bombe noch Bonbon. Und auch nicht eure Bürde. Wow, wow, wow! Er hat gerade versucht, uns zu töten und die Galaxie zu fressen. Ihr könnt diese kumulierte Kraft nicht kontrollieren. Ich kreierte sie. Und bin ihr Kurator. Niemand kann das. Mantis, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Galaxie dabei draufgeht, wenn wir den Stein behalten? Sehr hoch. Und wenn wir ihn Goldlöckchen übergeben? Dann nicht so hoch. Wahr, sprach der Wildfang. Die Kraft könnte sich selbst einst schicken, meine geschundene Seele zu Scherben zu schlagen. Doch mir folgen Freunde. Nur mal so zur Sicherheit. Wie hoch wäre denn die Chance, dass die Galaxie draufgeht, wenn wir den Brocken irgendwo verkaufen? Astronomisch hoch. Wenn wir sicherstellen wollen, dass der Magus nicht wieder auftaucht, dann sollten wir gemeinsam dafür sorgen. Mmh.
Bei dem kleinsten Anzeichen einer Magenverstimmung solltest du euren Beistand erbitten. Wirkt ihr auch wirr und wundersam, fürchte ich, ich fand in euch Freunde. Und vergebt mir den Versuch, die Welt und euch zu verspeisen. Ich war wahrscheinlich vorübergehend verblendet. Das kann man so sagen. Ja, und Entschuldigung für das Wurmgezicke und die Spitznamen. Wenn es einem Mann sich zu zäumen geziemt, kann nur er selbst sich Schöffe sein und Schiedsmann in seiner stärksten Stunde. Redet der immer so komisches Zeug? Ja. Sagen wollte ich damit nur, alles cool. Naja, also, mich musst du hier nicht überzeugen. Oh nein, bestimmt nicht. Oh, bestimmt doch. Und? Ekelhaft. Okay, jetzt bin ich auch überzeugt. Ich glaube, das Lama hatte vorher auch den Magus wieder gespürt und deswegen angerotzt, oder? Mega. Jetzt sind wir durch. In echt. Was ein geiles Spiel. Hat mega Laune gemacht, auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass das in dem Spiel hier halt mal der Seelenstein so gezeigt wurde. Weil jetzt, wenn man jetzt nur die Filme betrachtet, dann hatten wir in den Filmen halt jeden von den Infinity-Steinen mal so als Einzelfilm, wo der mehr in Fokus gerückt war. Aber nie über den Seelenstein. Der Seelenstein war einfach immer nur so im Endgame da. Man brauchte ihn halt, um alle zu versammeln. Aber was der jetzt genau so gemacht hat oder dass er gefährlich war oder wozu das Ding überhaupt möglich war, hat man nie so gesehen. Gut, jetzt hier auch nicht so groß, weil man hatte nur ein Wesen gesehen, was da drin gefangen war. Aber eigentlich ganz cool. Der Seelenstein. Böse Waffe. Und Adam Warlock, den werden wir wiedersehen in den Filmen. In Guardians of the Galaxy Teil 3 wird er auftauchen. Das wurde ja schon bestätigt. Der Schauspieler ist auch schon bekannt gegeben. Aber der Film kommt halt erst 2023 ins Kino. Da freue ich mich auch. Also ich bin echt begeistert von dem Spiel. Man wusste ja nicht so, wird das jetzt gut, weil Avengers das Spiel nicht so der Hit war. Aber Guardians of the Galaxy, reines Singleplayer-Spiel, das haben sie auf jeden Fall besser hinbekommen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da auch noch mal mehr Teile von bringen, weil die sind echt gut geworden, die Charaktere, wie sie hier darstellen. Und auch die Chemie zwischen der Gruppe, die ganzen Gespräche, gefällt mir alles richtig, richtig, richtig gut. Richtig nice. Lipless! Storm Riders! Yeah! Für immer. Und Cosmo hat man jetzt hier auch mal richtig gesehen. So, in den Comics ist er natürlich auch eine wichtige Figur. Da ist er ja, Cosmo. Und in den Filmen, da hat man ihn eigentlich immer nur im Hintergrund rumstehen sehen oder bei einem Collector halt in einem von den Käfigen. Aber das war's auch. Man konnte den Film kam halt nie vor, so richtig. Außer im Hintergrund. So ähnlich wie Howard die Ente, die auch da beim Collector war. So, schöne Bilder hier noch am Ende. Ich warte auf jeden Fall mal ab und schau mal, ob am Ende noch was auftaucht. Ist okay, wirklich. Ich schlaf gern auf der Couch. Die Couch ist schmutzig. Der Nager hat sich schon drauf erleichtert. Sie kann in Gamoras Zimmer schlafen. Geht's noch? Ach komm schon. Du bist ein Mädchen, sie ist ein Mädchen. Ihr könnt mit Puppen spielen. Oh, was stimmt nicht mit dir? Tja, mein Zimmer kriegt sie jedenfalls nicht. Punkt aus. Oh. Tja, also dann musst du dir wohl ein eigenes Zimmer bauen und ein Badezimmer vielleicht und alle überzeugen, dass ein neues Teammitglied eine gute Sache ist. Ein 12-jähriges Teammitglied, für das du vielleicht ein paar Aufgaben übernehmen musst. Ein paar Elternaufgaben und so. Ich meine, komm schon, Mann. Du hast gerade die Galaxie gerettet. Zweimal. Also, offensichtlich wäre so eine Rolle definitiv, wahrscheinlich, vermutlich, Okay. Das wird ein Spaziergang.
Komm schon. Wer es mit Raker und dem Magus aufnehmen kann, der wird doch wohl auch ein 12-jähriges Mädchen handeln können. Ja, ein kleiner Ratschlag hier, ein paar Hausaufgaben da, hin und wieder mal frisches Gemüse. Wo zum Flak sollst du Gemüse hernehmen? Groot kann Sachen züchten. Ich schätze, Groot könnte Gemüse anbauen. Ja, das klingt vernünftig. Darum könnte ich ihn sicher bitten. Und wenn alle bereit wären, dafür ein paar kleine, vernünftige Opfer zu bringen, dann... Du weißt doch, wie sie alle sind. Ja, sie sind definitiv... Die sind aber nicht dafür gemacht, um Kinder um sich zu haben. Drax ist ein verurteilter Massenmörder. Rocket ist vulgär und gemein. An guten Tagen. Gamoras einziges Elternvorbild ist Thanos und Groot. Groot kann drei Worte sagen. Und weißt du was? Nikki gehört jetzt dazu. Sie ist ein Teil der Familie. Und Familien kriegen alles hin, egal was auch passiert. Auch wenn sie unterwegs immer mal wieder improvisieren müssen. Das stimmt. Du bist Vater. Peter Quill. Huch. Wir haben beschlossen, das Kind kriegt dein Zimmer. Du bekommst die Couch. Yeah. Es war einstimmig. Warte, was? Okay, das klären wir noch. Wie sieht's mit den Koordinaten aus? Alles bereit. Sag einfach an. Wo wollen wir nochmal hin? Neue Visitenkarten machen lassen. Neue Visitenkarten, okay. Wächter der Galaxie, da kam die letzte Trophäe für den Abschluss der Story. So, kommt noch mehr? Nö. Endlich, Starlock gespürt, dass die Wächter eine Einheit geworden sind und sich wie besessen darauf gestürzt, die Marke neu zu etablieren. Ah. Er hat bereits neue Visitenkarten mit der Aufschrift Helden bestellt in größerer Schrift und fett gedruckt, sowie sein Team für zahlreiche galaktische Auszeichnungen vorgeschlagen. Außerdem hat er sogar mit einer neuen Frisur geliebäugelt. Oh, cool. Star-Lord hat außerdem von Cosmo den Schlüssel von Nowhere erhalten, als Dank für seine Hilfe beim Zurückweisen des Versprechens. Momentan sorgt er am Kühlschrank dafür, dass die Tür geschlossen bleibt. Jawohl, der Kühlschrank bleibt zu. Star-Lord hatte außerdem einige lebhafte Träume über seine wilde Nacht mit Liplist. Er hat sich den Text von Storm Riders aufgeschrieben und beherrscht den Song jetzt perfekt, nur für den Fall. Da das Team nun endlich miteinander auskommt, hat Gamora alle zu einem harten Kampftraining eingeladen, um zu lernen, auch als Einheit zu kämpfen. Star-Lord behauptet noch, nach 6 Trainingsstunden, sie würde jetzt kämpfen wie Ninjas. Gamora hat keine Ahnung, was das bedeutet. Rocket hat die Wächter mit einem beheizten Merkur-Whirlpool in der Frachtbucht der Milano überrascht. Mittlerweile hat er ihn zu seinem Büro erklärt und hält darin tägliche Teamkonferenzen. Es gibt Getränke, aber keine Handtücher. Rocket hat außerdem seinen Arbeitsvertrag neu ausgehandelt. Er darf niemals ohne seine ausdrückliche Zustimmung geworfen werden. Das ist ein guter Eintrag für den Vertrag. Immer fragen, ob man ihn werfen darf. Um ihre Geschichte von Einigkeit und Ehre für immer einzufangen, hat Drax den gesamten Team angeboten, es mit katadianischen Tattoos zu schmücken. Bei Groot verheilte alles sofort, aber er sagte ihnen, würde es immer noch spüren. Der Rest des Teams hatte danach mehrere Umdrehungen lang wunde Pobacken. Warum lassen sie sich auch da tätowieren? Drax und Star-Lord haben jetzt außerdem ein gemeinsames Ritual. Sie besuchen den Rissessen Chocadocs und tauchen schöne Erinnerungen an ihre Familien aus. Am Riss in Nowhere. Cool. Geleitet von dem Wunsch, besser mit dem Rest des Teams zu kommunizieren, hat Groot Rocket um Hilfe, allen Groot beizubringen. Er beendete das Vorhaben, als alle lediglich immer dieselben 3 Wörter wiederholten. Jetzt versucht Star-Lord Groot, das bisschen Zeichensprache zu vermitteln, das er aus Filmen kennt. Manchmal sagt Groot gar nichts mehr und gibt immer noch der Doppelgänger Groot zu sein. Das Team wird jedes Mal völlig nervös. Groot hat zudem Star-Lord endlich überredet, seinen Groot-Tee zu probieren. Am nächsten Morgen spross eine Pflanze aus Star-Lords Stirn. Nach der Teilnahme an Corells Bestattung mit allen Ehren an der 10.000. Teilnahme präsentierte
Ach, da 10.000 sind teilgenommen, ja. Präsentierte Nicket den Kree-Anklägern voller Stolz ihr feuriges Haar und sagte ihnen genau, wohin sie sich ihre Hämmer stecken könnten. Sie hat bei den Wächtern ein neues Zuhause gefunden und sagt oft Dad zu Star-Lord, nur um ihn zu verunsichern. Sie behält also die gelben Haare. Okay. Kimmy hat begonnen, ihre Wolle zu verlieren, die sich überraschend angenehm anfühlt. Die Wächter haben das Material für enorm viele Units auf dem Schwarzmarkt verkauft. Drax strickt seitdem Handschuhe aus Kimmy-Wolle für das gesamte Team. Bleibt also auch noch an Bord das Lama. Mantis, in der Überzeugung, eine ihrer vielen wichtigen Aufgaben als himmlische Madonna erfüllt zu haben, brach Mantis auf, um losen Enden nachzugehen, wurde von den vielen Knoten abgelenkt. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie einer ziemlich irritierten Monsterkönigin Ratschläge erteilte. Lady Hellbender also. Adam Warlock bekam den Großteil der Anerkennung für die Vernichtung der universellen Kirche der Wahrheit. Nachdem er genug im galaktischen Lob gebadet hatte, wurde er wieder als Heiler tätig, reiste durch die Galaxie und half jenen, die dem Versprechen erlegen waren, wieder in die Realität zurückzufinden. Das ist doch eine schöne Aufgabe. Cosmo ist und bleibt der beste Junge. Okay. Und hier das Ende nochmal im Tagebuch. Und dann geht es zurück zum Hauptmenü. Ja, Leute, ich bedanke mich natürlich wieder bei allen, die hier jeden Tag eingeschaltet hatten, bei Guardians of the Galaxy. Ich hoffe, euch hat das Spiel auch Spaß gemacht und hat das euch auch gefallen, hier zuzugucken. Ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. War ein cooles Spiel. Und Folge 49 war Ende. Ich dachte, ich krieg vielleicht noch die 50 voll oder so. Nee, Folge 49 haben wir hier abgeschlossen. Ja, hat Spaß gemacht. Ich bin zufrieden mit dem Let's Play und auch mit dem Spiel. War cool. Also, vielen Dank an alle Zuschauer. Auch danke für die tägliche Unterstützung mit dem Daumen nach oben und den Kommentaren. Und dann bis zum nächsten Video oder Projekt hier auf dem Kanal, ne? Mach's gut. Ciao.